Also der LATC 2022 war für uns ein Mega-Event. Einfach die Intensität der Vorträge, die Vielzahl, die Möglichkeiten der Vielzahl des Austausches, die Kontakte hier bei uns am Stand, die Möglichkeiten, unsere Themen in die Community bekannt zu machen, aber auch viele Themen aufzunehmen, in die Gespräche zu kommen, war ganz toll und vor allem für uns natürlich die Chance oder die Möglichkeit, oder die, dass wir den Lean Base Award 2022 gewonnen haben in der Kategorie für Beratungs- und Trainingsunternehmen, war echt ganz sensationell für uns. Also wirklich, wir sind begeistert. Das Konzept des LATC macht für mich aus, dass es ganz unkompliziert ist, mit verschiedensten Personen, Themen in Berührung zu kommen, sich ganz offen auszutauschen, Argumente auf den Tisch zu legen, Pro und Kontras zu beleuchten. Und gerade wir, die ja auch ein eher kontroversielles Thema haben, ein altes Thema teilweise, ein schwieriges Thema, das Thema Zeit, finden hier die Möglichkeit, einen modernen Zugang zu zeigen. Wir kriegen reflektiert, wie die Communities auf uns reagieren, also ein sehr positives Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen. Dem Ralf möchte ich ausrichten, vielen Dank für das Engagement, den Mut, ein derartiges Event zu organisieren, es auch jetzt in dieser schwierigen Zeit zu organisieren. Das bedarf viel Vorbereitung. Danke dafür an das gesamte Lean Base Team und ich wünsche ihm das Durchhaltevermögen, es auch nächstes Jahr so umzusetzen, wie er es möchte, mit seinen neuen Ideen, und dafür alles Gute. Und bedanken möchte ich mich bei allen, die sich am Award beteiligt haben, die für uns gewotet haben, die sich dieser Challenge gestellt haben, und alle, die teilgenommen haben, sind in Wirklichkeit im Sinne des olympischen Gedankens, ist das Teilnehmen eigentlich das, was für uns das Wichtige war, und wir freuen uns natürlich, dass wir gewonnen haben, aber in Wirklichkeit sind alle Sieger, die da mit teilgenommen haben.